Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Es zeichnete sich bereits ab, das öffentliche Leben in Deutschland wird wegen der Corona-Pandemie offenbar erneut massiv eingeschränkt. Denn bislang haben Bund und Länder die Ausbreitung des Virus nicht in den Griff bekommen. Das Robert-Koch-Institut meldete heute mit 14.964 Neuinfektionen binnen 24 Stunden den höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie. Diese Entwicklung wollen die Bundesländer und die Bundesregierung und die Länder nun unter anderem mit strikten Kontaktbeschränkungen und der Schließung von Gastronomie und Freizeiteinrichtungen entgegenwirken. Die Schulen und Kitas sollen offen bleiben. Klare Priorität von Bundesregierung und Ländern. Aber ohne neue Einschränkungen geht es aus Sicht der politisch Verantwortlichen nicht. Zentral? Die Menschen sollen ihre Kontakte stark reduzieren, Treffen mit anderen auf Personen aus zwei Haushalten begrenzt werden. Kneipen und Restaurants stehen erneut vor der Schließung. Ausgenommen Lieferungen oder Abholungen. Kultur und Freizeit ebenfalls betroffen. Theater, Museen oder Fitnessstudios müssen wohl vorübergehend wieder dicht machen. Fußballspiele können nur noch als Geisterspiele stattfinden. Der Einzelhandel dagegen soll unter Auflagen geöffnet bleiben. Wichtig, neben den Schulen sollen auch die Industriebetriebe weiterarbeiten. Wenn beides so ist, dann werden wir Bürgerinnen und Bürger uns darauf einstellen müssen, dass wir in unserer Lebensführung uns zurücknehmen müssen. Das geht auch. Das ist nicht schön. Das macht mir persönlich auch keinen Spaß. Aber im Vergleich zur Situation eines ungebremsten Infektionsgeschehens, glaube ich, ist es wirklich die bessere Lösung. Die Opposition mahnt die Beteiligung der Parlamente an. Die FDP etwa kritisiert, dass Maßnahmen wie pauschale Gastronomieschließungen zu weit gehen würden. Das sind große rechtliche Unsicherheiten, die damit verbunden sind und mit so weitgehenden Freiheitseinschränkungen, die möglicherweise gar nicht mal alternativlos sind, gefährdet man auch die Akzeptanz der Pandemiebekämpfung insgesamt. Die Beratungen heute von Bundeskanzlerin und Ländern, eine Videoschalte im Kanzleramt. Dabei wurde auch über Ausgleichszahlungen für die betroffenen Branchen geredet. Tina Hassel in Berlin, eine